Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir den Sinoke bekämpft. Ich habe ihn mir offscreen geholt und ihn Yannick getauft. Jetzt habe ich schon 3 von meinen Kollegen als meine Teamkameraden. Und habe dabei auch noch ein bisschen stark gelevelt, weil ich mal endlich die ganzen Nebenquesten gemacht habe. Außer hier X markiert die Stelle. Weil ich keine Ahnung habe, wo dieser Piratenstand sein soll. Warte mal, ich gucke mir mal die Beschreibung dazu durch. Okay, einmal nur irgendwo verloren. Ich weiß, wo ich hin muss. Let's go. So. Dann rüsten wir einmal Sunny aus, dann können wir nämlich schneller voran. Auf zur Winterhöhle. Zur Kluftfelsenhöhle. Entschuldigung. Und mir wurde schon gespoilert, welches wieder drin ist, aber ich konnte es mir eh denken, also. Ja. Sieht nach Filmsequenz aus. He was terrified of Frostfang at first. Was? Das klang aber anfangs nicht so. You mean he was against you coming back? Ach nee, er war dagegen. That's right. But he seems perfectly fine around Frostfang now. Ja, hat wahrscheinlich viel Getting Zeit gebraucht. And other villagers to accept Frostfang was a painfully long process. When I okay. With Frostfang by my side, I was hopeful. At the time, the village was in really bad shape. There was even a monster living there. Wahrscheinlich hat Frostfang das Monster vertrieben und deswegen ein Nagakuga. Was macht ein Nagakuga in einem Eisgebiet? Das macht überhaupt keinen Sinn. Frostfang, let's go. Hey, it's Avinia. Did you come back to help us? Why else? Frostfang and I came back to do our part. Los, Frostfang. Nee, warte, ich bleib bei Pflaumenfang. Da war sie aber noch ein Kind. Hut ab. I'm sorry about what I said to you. Stay in Kuan, please. Frostfang can stay too, of course. Okay, I'll stay. Let's rebuild our village together. Eine interessante Hintergrundgeschichte. So we stayed. The windmills were the first things we rebuilt together. They mean so much to Kuan. They've come to symbolize all of us coming together. Frostfang included. Oh, I love a happy ending. Man muss erst das Dorf retten, dann wird man akzeptiert. Now, if we could only get people to trust Ratha too. I know how you feel. Wir schaffen das schon. He's as special to you as Frostfang is to me. You want him to be accepted? Keep trying, and eventually people will come around. Yeah, and remember, you can count on me all the way. Na gut, Naviro. The monster in the cave. Diese Mütze steht dir. I'm sure of it. A long time ago, I got attacked by one and it knocked me out cold. This won't be easy. Ach, ein Ketsu, das wird einfach. Ich habe ihn tatsächlich den roten Ketsu schon ein paar Mal in der Arena besiegt. Und der rote Ketsu ist die stärkere Version. Und das war easy. Ich glaube nicht, dass die Mission lange dauert. Na dann, dann erkunden wir mal die Kluftfelsenhöhle. Wenigstens seht ihr an diesmal endlich einen Kampf mit dem Ketsu. Da ist ein Jadebachov. Bekämpft habe ich dich ehrlich gesagt noch nie. Ich habe nur zufällig dein Ei gefunden. Ich lasse dich mal in Ruhe. Nie bekämpft heißt nicht, dass ich ihn bekämpfen möchte. So, einfach durch. Jetzt genug gerade übrigens hier beim Rumlaufen die Fähigkeit springen, falls das irgendwen interessiert.
Muss dann Fels da drüber fahren oder hochgeklettert? Hochgeklettert, das kann ich nicht machen. Für 10.000, oder? Okay, dann mal weiter. Immer weiter und weiter. Da unten ist eine Sackgasse, das sehe ich jetzt schon. Da geht es auch nicht weiter, also einfach weiter nach rechts. Einfach durchsprinten. Noch ein Jadebarock. Das ist einfach nur die Eisversion von dem normalen Barov. Okay, direkt hier kommt der Ketsu. Es ist einfach so gut wie nix in dieser Höhle. Ah nee, hier unten wäre tatsächlich noch was gewesen. Kann ich mir auf dem Rückweg holen. So, ich weiß durch die Arena schon, dass der Ketsu ein Techniker ist. Sofern der sich wie sein Gegenstück der rote Ketsu verhält. Entwarnung. Boah, gib mir mal kurz einen Moment. Ich war mal kurz AFK, weil da war so ein Stück vom, in meiner Fensterbank. Die hat mich gerade geblendet, weil sie genau perfekt reflektiert hat. Und ich habe das Rollo jetzt nochmal ein Stück runtergezogen. Weil mir das die ganze Zeit genau ins Auge reflektiert hat. Ich finde das so ekelhaft. So, wie gesagt, ich weiß durch die Arena halt schon der rote Ketsu. Und sein Gegenstück verhält sich halt wirklich so. Ist, und vor allen Dingen ist es die schwächere Version, also wird der Kampf nicht lange dauern. Kann ich euch jetzt schon sagen. Zack. Was fällt hier ein? Einfach mit meinem Monster einen Kraftangriff. Oh, er heizt auf. Kann ich einen wahren weiten Hieb machen. So. Das Schwert habe ich durchgezogen. Nebenbei, ich habe auch noch eine Elektro- und Eisrüstung komplett mir gemacht. Also Waffe und Rüstung. Okay, jetzt muss ich Technik verwenden. So funktioniert das wütend sein. Da muss man einfach das verwenden, was er vorher benutzt hat. Jetzt zum Beispiel, ich habe auch so einen Happenbogenfisch. Der ist so ein bisschen stärker als mein anderer Bogen. Ich habe dann noch den Tobikodachi-Bogen. Und den Samtyros-Hammer. Und ich habe auch noch die Samtyros-Rüstung. Der hat Gebrüll. Das hätte ich eigentlich gern für alle meine Monster. Ketsu Farming, let's go. die Lähmungsbeschichtung bei dem verwenden, ja, das bringt auch so viel. Ey, du Schreier jetzt. Fällt dir ein, hier die ganze Zeit so rumzubrüllen? Mal erstmal ein Parabellschuss auf dich. Ach ja, ich habe mich auch einmal an den Gamoth offscreen versucht. Der hat mich instant direkt. Kai hat mir schon gesagt, dass der übelst stark ist, aber da sind die restlichen Viecher, die hier rumrennen, wirklich ein Witz gegen. Der rippt mich innerhalb von 3 Runden. Beziehungsweise innerhalb von 5 Runden, sobald er sich seine Eisfüße macht. Direkt dann einfach nur noch.
Okay, den Bogen habe ich auch durchgezogen. Jetzt kommt der Hammer. Oh, er ist wieder friedlich. Okay, let's go. Er ist sogar noch aufgeheizt. Ich gehe mal auf den Kopf, weil der fast kaputt ist. Zack. Ist egal, dass er auf mich zielt. Da macht jemand seinen Zyklon. Der Hammer ist sogar effektiv und jetzt ist er fast tot. Ich könnte Doppelschwung machen. Dann kriege ich den Hammer noch durch. Ich habe jede Waffe durchbekommen, ja. Ja, ja, sei du ruhig sauer. Ich könnte es jetzt erst aufleveln. Wäre auch keine doofe Idee, aber der zieht mich ja nicht mal an. Also beenden wir den Kampf einfach. Das hat keine 5 Minuten gedauert, glaube ich, der Kampf. Wie gesagt, der Ketsu ist nicht besonders stark. Ich habe den roten Ketsu schon bekämpft und den kriege ich auch innerhalb von 3 Runden tot. Buddy, you've gotten stronger. It's all thanks to your bonds with different monsters. Die Monster sind halt auch alle Level 26, muss man eben mal gerade erwähnen. Just like the one who inspired Avinia. Who said that boy was a rider? Das war kein Reiter, ne? Das war wahrscheinlich der Dede, ne? Isn't a rider? He tried his hardest to become a rider. But it just never worked out for him. If anyone should know that, it's you, Naviru. How? I think you're being a bit unfair. I never even met the guy. You've really forgotten him? Wait. So, it's someone I know, like personally? Ja, wahrscheinlich Dede. But he did ride the great Poogie. Though the Poogie wasn't very pleased. No. No way. You mean to tell me it's Debli? Okay, let's get going. Dolphy kenne ich nicht. Navios Blick schon wieder ist Gold wert. Okay, ich gehe jetzt noch eben kurz gucken, was da in dem einen Eck ist. Honey, let's go. Lass uns einmal durchsprinten. So, einfach durch. Ich kann mich danach zurück teleportieren. Ich will nur gucken, was noch unten ist. Weil da geht es offenbar doch noch weiter. Beziehungsweise da ist nur noch eine Kiste für mich. Okay, bin ich mit der Höhle hier fertig. So Leute, ich bin wieder im Dorf. Ich gehe gerade zum Oberhaupt. Ja. Und da steht schon Enna bereit. Aber wer ist Dolphy? Chief Enna, look who's back! And pause for effect. We got the windmill parts you need! Welcome back, my nice. I see you've dealt with the Kezu. Of course, I expected no less from legendary heroes. Chief, this actually isn't the legendary ride. Chief, you set the bar pretty high for us, huh? Thanks to your sweat and hard work, we'll have all the windmills working again. That's one thing off the to-do list. Ich will nicht wissen, wie viel ihr auf der To-Do List habt. Like there's more. Yes, I've been too tied up here to look into the pit. I'd love to have your help, my friends. All right. Dem Krater widmen. Please, be careful out there. I'm not sure why, but the monsters near that pit have been acting up. Okay. You're telling me the Zamtrios we met outside the village was not what I would call friendly. Der war richtig aggressiv. Seems to be happening all around. The guild's calling the lights rage rays.
Und das jetzt mal bei Wright vorstellt. Oder ähnlichen. At least that's the guild's theory. Light that makes monsters mad. You may run into some rage raid monsters by the pit. Keep an eye out. Don't worry about us, Chief. Let the legendary duo. Ja, wir sind das legendäre Duo. Anna ist überhaupt nicht überzeugt. Good luck, my friends. We've been searching far and wide, but still no trace of old Day-Day. The felines and I will keep up the search. Jo. Macht ihr das? Auf dem Schneeberg Lavina. Okay. Ist wahrscheinlich dann auch der letzte Ort auf der To-Do-List, ne? Von hier. Ich kann euch jetzt übrigens das mal eben kurz zeigen. Also, bei den Schwertern habe ich jetzt keine weitere Waffe, aber ich habe jetzt den Pulsarbogen zum einen, halt eine Elektrowaffe und ich habe einen Eishammer. Der ist tatsächlich sogar stärker als mein Klosterhammer. Aber der hier hat halt Schlaf drauf. Und die haben hier gerade eh alle so eine Eisabwehr. Da bringt mir der Eishammer momentan nichts. Und ich habe halt den Bogenfisch, den kann man sich bei den Katzen kaufen. Ist halt auch so ein Lehmbogen. Aber ich glaube, ich wechsle jetzt eben auf den Feuerbogen. Und wir wissen ja, wo wir hin müssen. Da gehe ich dann jetzt schon mal hin. Keine Sorge. So, Leute. Wir sind jetzt hier oben. Ich beende hier. Wir werden hier beim nächsten Mal weitermachen. Keine Sorge, ich habe gemerkt, dass ich vergessen habe, einen Gebetseffekt mitzunehmen. Das mache ich jetzt noch offscreen. Ja, wir sehen uns dann hier jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.